Im letzten Stream waren wir mal wieder auf Aal, an der alten Festung, und zwar mit der Pose. Also, gucken wir mal, ob wir das reproduzieren können. Im letzten Stream am Freitag war ich hier an der Stelle mit drei Posenrouten auf Aal, Wettangeln auf Aal, zwischen 1 und 2, Kilo, ich glaube 2,8 Kilo ungefähr war der größte. Drei schöne Aale und am Anfang ein kleiner, um die 500 Gramm sind reingegangen. Ob wir das wiederholen können? Tja, das ist jetzt die große Frage. Ich bin sehr gespannt. Wetterverhältnisse relativ kühl, um die 15 Grad. Hier wird es natürlich noch mal kühler. Also auch das bestimmt noch mal ein gutes Zeichen dafür oder vielleicht ein Anhaltspunkt. 15 Grad und Dauerregen, würde ich sagen, ist vielleicht Idealbedingung fürs Aalangeln. Hat immer wieder ganz gut funktioniert. Eine zweite Stelle ist direkt hier drüben. Und zwar, da ist der Campingplatz, der kleine Anleger und sofort die erste kleine Grünkante, also diese Entengrütze, die da ist. Da ist die zweite Stelle, kann man sich auch easy hinstellen, so auf 6, 7 Meter. Funktioniert auch immer wieder, da gibt es auch schon verschiedene Videos zu. Einfach mal reingucken. Ja, jetzt hier an der Stelle mit Pose. Und zwar auf 1,20 Meter Tiefe. Beim Wettangeln hatte ich eine Pose hier platziert und hatte zwei Posen hier platziert. Und heute platzieren wir alle drei Posen hier an der Kante. Und zwar ungefähr so. 1,20 Meter Tiefe. So, Bremse mal ein bisschen lockerer eingestellt. Und die nächste direkt dahin. Ich habe jetzt hier keinen Clip drin. Ich platziere die Posen jetzt gerade einfach genau dahin, wo ich sie haben will. Und die dritte auch noch. So, 1, 2 und 3. Damit haben wir das doch alles. So, und jetzt kann es losgehen. Drei Posen, dreimal mit Doppelköder-Kombination. Wenn du Doppelköder noch nicht machen kannst, einfach vielleicht zweimal mit Fischfetzen und einmal mit Tauwurm oder nur Tauwurm. Einfach testen mit dem, was man hat. Also das, der Doppelköder ist natürlich nochmal ein Bonus. Doppelköder hier beim Posenangeln, Köderkombination, das ist hier unten erst. Also man muss da schon einiges an Skillpunkten haben, bis man das endlich freigeschaltet hat. Riesenvorteil, wenn man das schneller nutzen will, ist diese Route hier, die ich hier jetzt gerade auch in der Hand habe. Diese Route hat plus 5 aufs Posenangeln. Das heißt, eigentlich eine der ultimativen Routen fürs Matchangeln. Wir gucken da gleich auch nochmal eben rein. Mal gucken, dass wir hier keine Schläfergrundeln irgendwie dran kriegen. So, das ist sie. Rebellion Match 420H. Absolutes Sahnestück. Also die Rebellion Match 420H. Eine absolute Kaufempfehlung. Preis-leistungsmäßig sensationell. Und gerade eben hier mit den plus 5% aufs Posenangeln. Und plus nochmal auf die Matchmontage. Das, was wir ja hier gerade verwenden. Immer, wenn wir mit der Match unterwegs sind und Naturköder verwenden. Dann so. Setup ist momentan komplett aufgebaut auf 9,8 Kilo. Ich bin da ein bisschen schwerer drin. Normalerweise gehe ich auch gerne so mit 6, 7 Kilo auf Aal. Reicht eigentlich auch. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel den Spot mal mit Grund testet, einfach mal den Vorfach so in den Bereich von 6, 7 Kilo Fluorocarbon verwenden. Oder auch mal ruhig das geflochtene Vorfachsmaterial, was man fürs Karpfenangeln nimmt. Auch das gerne mal testen. Das ist ja auch so bei 6,8 Kilo das kleinste. Kann man also auch gut nehmen. Toller Nebeneffekt, gerade so auf Tauwurm. Es waren einige Schleien auch hier dabei. Das heißt, auch gerne mal auf Schleie testen. Und es waren einige Schläfergrundeln auch mit dabei. Nö,
Da kommt schon eine von den Schleien. Also, das war gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn man hier steht und man kann vielleicht zurzeit nur den Tauwurm verwenden, dann verwendet man auch einfach nur schön den Tauwurm und geht hier schön auf Schleie. Und nebenbei versucht man noch sein Glück auf dem Aal. Das heißt quasi 24/7 mit dem Tauwurm den ganzen Tag über hier einfach rauswerfen und hoffen, dass hier Schleien reingehen. Genau, Karausche macht natürlich auch mal wieder Bock. Schleien, Aale und alles, was so Bock hat auf den Tauwurm. Einfach mal testen. Der Köder, wie gesagt, jetzt hier bei 1,20 Meter Tiefe ist knapp über dem Grund. Da war irgendwas mit einem leichten Hebebiss. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann halt gleich losgeht. Ich denke mal, so in einer knappen Stunde in-game geht es dann auch langsam ab. Und dann zieht sich das natürlich bis in die Morgenstunden 3, 4 Uhr. Ja, wir gucken einfach mal, was jetzt gleich passiert. Jetzt geht es langsam in die Dämmerung. Licht machen wir schon mal an. Und dann gucken wir mal, ob der erste Aal hier auch wieder reingeht. Und da zieht einer ab, direkt hier. Auf der 1. Was haben wir? Kurz vor. Ja, ist es denn? Da ist er auch schon direkt. Der erste Kilo Aal ist drin. Noch ein kleiner und das Ganze hier kurz vor 11. Also, guter Start. Gar nicht lange warten. Direkt wieder raus damit. Und hoffen auf den nächsten. Zack. Und da zieht nochmal ein bisschen was ab. Na, was haben wir denn da dran? Relativ zaghaft gezogen. Na, da geht nochmal um Mitternacht eine Schleie rein. Gar nicht schlecht. Nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Ja, die Aale, die ziehen natürlich immer so ein bisschen direkter. Bis, manchmal ein bisschen gezuppelt, aber dann eben ein konstanter, direkter Abzug. Na, vielleicht geht noch was. So, wir haben es jetzt mittlerweile 3 Uhr in der Nacht. Bisher noch nicht ein weiterer Aal. Allerdings kommen wir jetzt so langsam in die heiße Phase sozusagen. 3 Uhr, 4 Uhr in den Morgenstunden immer wieder eine gute Uhrzeit, wo Aal reingehen kann. Wenn ihr hier mit Grundruten steht und ihr wollt das Ganze mal auf Grund probieren, dann auch einfach mal andere Köder testen. Also die günstigste Variante, wenn ihr euch auch vielleicht die Tauwürmer vielleicht noch nicht leisten könnt, einfach mal mit einem Mistwurm probieren. Mistwurm, gleiche Stelle auswerfen, gucken, dass ihr vielleicht so ungefähr da an diese Stelle hinwerfen könnt, den Clip ungefähr auf diese Stelle werft. Ich hab das jetzt nicht abgemessen vom Clip her, aber vom Gefühl her könnten das so ungefähr 10 bis 12 Meter sein. Also einfach mal den Clip testen und gucken, wie weit die Köder dann fliegen und dann an dieser Stelle einfach testen mit Mistwurm, Tauwurm. Das sind so die Basics sozusagen. Vorteil, wie gerade schon gesagt, die Schleien können mit reingehen oder eben auch die anderen Kandidaten. Nachteil, es kann natürlich auch mal ein Amur reingehen oder einen Karpfen. Das Schöne ist, die hauen dann in der Regel nach da hinten hin ab und da hinten, da ist halt dicht. Da sind wir hier unten im Fuß. Und dann können die hier auch nicht raus. Das heißt, man kann die schön müde drillen. Die sollten halt möglichst nicht nach da hinten abhauen in diesem Bereich, weil dann kann man erstmal wieder rennen. Und dann ist die Nacht wahrscheinlich schon rum. Also, ganz wichtig, wenn ihr hier mit einem Grundsetup steht und das ist vielleicht noch gar nicht so stark, dann eben gucken, ja, auch von den Hakengrößen, ich sag mal so 6er bis 1er Haken kann man, glaube ich, ganz gut verwenden. Und wenn ihr tagsüber hier steht, auch da gerne mal bis zu einem 6er Haken und die Made einfach mal testen, einfach für die Schleie. Oder eben durchgängig auch hier mit dem Mistwurm ausprobieren. Aber auch da würde ich bis zu einem 1er Haken ruhig gehen und dann gucken, was da abgeht. Na, vielleicht eine Schläfergrundel dran. Ich versuche, die nochmal weg zu verscheuchen und lieber direkt nochmal auswerfen. Gerade jetzt in dieser Phase gar nicht lange rumwarten, sondern den Haken wieder freigeben und zusehen, dass eben hier jetzt nicht die ganze Zeit eine Schläfergrundel oder sowas hier an dem Haken rumnübbelt und den Haken quasi belegt. Auf der 1 ist was. Auch irgendwas Kleines nur. Wollen wir nicht haben. 380, 400 Gramm ist Trophy.
beim letzten Wettangeln hatte ich auch noch die Trophy dabei von der Schläfergrundel. Nimmt man natürlich gerne mit. Knapp 30 Silber für so eine Trophy. Also da lohnt es sich auch. Gerne natürlich die Schläfergrundeln leer ziehen hier. So, 4 Uhr mittlerweile. Gucken wir mal, geht noch was? Und nochmal kleines Gezuppel. 6:30 in den Morgenstunden. Ich denke mal so bis 8, 9 Uhr werde ich es hier gleich noch testen. Und dann nehme ich gleich den Fischfetzen runter und teste es einfach nur noch weiter. Na guck, teste es gleich einfach nur noch weiter mit dem Tauwurm und versuche hier weiter auf die Schleien zu gehen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es das. Aber das ist eben auch Aalangeln. In einer Nacht hast du mal 3 oder 4. In der nächsten Nacht hast du gar keinen Aal. Ganz normal für den Aal. Und ich teste jetzt gleich noch eben weiter. Mich interessiert gleich nochmal dieser Tag. Ein regnerischer Tag. Und dann relativ kühl. Und es geht in die Nacht in einen noch kälteren Tag rein. Das heißt, es bleibt also dann auch noch konstant kühl. Mit Sicherheit super interessantes Wetter. Einfach auch nochmal hier fürs Aalangeln solche Konstellationen einfach da im Blick behalten. Und wenn man halt super sonniges Wetter hat, super warmes Wetter hat, würde ich es, glaube ich, einfach gar nicht versuchen. Es ist einfach ein Glücksding mit dem Aal. Er ist eh schon selten, er ist schwierig zu fangen, auch noch recht scheu. Das heißt, immer vorsichtig und relativ fein reingehen. Naja, was will man da machen? So ist es nun mal. Mit Glück geht er rein. Und mit noch viel mehr Glück ist es sogar irgendwann mal eine Trophy. Aber das dauert nun mal und deswegen muss man immer wieder testen, testen und testen. So, ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt gleich nochmal, was geht. Im Großen und Ganzen, das ist das Ergebnis jetzt hier. 23 Minuten, ein kleiner Aal von 1 Kilo. Eine Schleie oder 2 Schleien dabei. Schläfergrundel in einem sehr guten Gewicht. Und ja, so ein paar Beifänge, kleine Kaulbarsch und sowas. Also das geht natürlich auch rein. Da wird natürlich mehr reingehen, wenn ich gleich komplett umwechsel. Dann nur noch hier so auf dem Tauwurm. Zapp, wieder raus damit. Dann geht hier natürlich nochmal ein bisschen mehr, was man natürlich auch machen kann. Jetzt den Tag über nochmal spezieller auf Schleie gehen. Das heißt auch ruhig mal einen Käse reinwerfen. Auf dem Käse geht auch manchmal der Aal. Passiert dann auch. Also auch das ruhig einfach mal testen, ob da nicht sogar mal der Käseaal reingeht. Na, was haben wir denn hier noch Schönes? Ui, na, eine schöne Schleie nochmal. Also, die Schleien fangen wieder an. Ich rüste komplett um. Fischfetzen runter. Wir lassen das jetzt hier schön mit dem Tauwurm. Und wenn jetzt hier über den Mittag vielleicht nochmal ein verwirrter Aal reingeht, da geht es schon direkt wieder weiter. Dann sind wir natürlich froh. Dann nehmen wir den natürlich auch gerne mit. Na, hat sich noch nicht ganz entschieden. Wie auch immer, ihr Lümmels, Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat. Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Na komm, den ziehen wir noch eben. Na, die Schleie, Petri.